Die weite Ebene zwischen Nette und Schwalm, nordwestlich von Viersen, gehört zu den Gegenden am Niederrhein, die man früher als Flachsland bezeichnete. Die fruchtbare Ackerlandschaft reicht bis zum Grenzwald an der Hauptterrasse des niederländischen Maastals. Der etwa 2 Kilometer breite Waldstreifen erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung von Herongen bis Wegberg. Aus kleingewerblichen Pfannenbäckereien ist an der Schwalm eine bedeutende Ziegeleiindustrie entstanden. Sie nutzt die reichen Tonvorkommen, die oft von mächtigen Sandschichten überdeckt, im Untergrund des Grenzwaldes lagern. Der blaugraue Ton zur Herstellung von Dachpfannen, Ziegelsteinen und Klinkern wird heute im Tagebau mit Baggern gewonnen. Die Ringöfen, von denen die meisten bei Brüggen standen, sind längst durch neuzeitliche Tunnelöfen ersetzt. Da sich der Grenzwald mit den Tongruben meist im Besitz der anliegenden Gemeinden befindet, muss das mit Lastwagen transportierte Material zur Feststellung des Zahlungsbetrages auf einer öffentlichen Waage gewogen werden. Wegen seiner wasserstauenden Feuchtzonen war der Waldstreifen auch für die ehemalige Flachskultur von großer Bedeutung. Zu den Zentren der Flachsverarbeitung in diesem Gebiet zählte Bracht. Die Marienkirche mit ihrem viergeschossigen Turm ist ein Zeugnis für den einstigen Wohlstand des kleinen, fast städtisch anmutenden Ortes. Vom blühenden gewerblichen Leben sprechen auch das alte klassizistische Rathaus und die 1699 errichtete evangelische Pfarrkirche. Wie in Viersen oder Dülken betrieb man noch um 1850 in den meisten Häusern Leinenwebstühle. Die Brachter Ströpp, so bezeichnete man den aus der Faserpflanze gewonnenen, zu Zöpfen gedrehten, spinnfertigen Hechelflachs für die Garnherstellung, wurden von den Bauern aus dem Umland geliefert. Hier in der Honschaft Alst hat ein Landwirt auf Anregung des Heimatvereins im Frühjahr 1980 noch einmal einen halben Morgen Flachs angebaut. Auf seinem Hof hat man an einem sonnigen Tag Ende September den ganzen Ernteertrag verladen, um ihn der weiteren Verarbeitung zuzuführen. Vorher wurde der eingebrachte Flachs in der Scheune gerebt, das heißt auf kammartigen Rebeisen von den Samenballen befreit. Die zuletzt gebundene, nach früherem Brauch bunt geschmückte Garbe ist oben auf die Wagenladung gesteckt. Bei der Ernte Anfang September, als die reifen Halme mit Wurzeln ausgerupft und gebündelt werden mussten, waren zahlreiche Schulklassen beteiligt. Zur Blütezeit im Juni hatten sich viele Besucher eingefunden, um auf dem Flachsfeld die blaue Blume zu sehen. So ist es gelungen, den einstmals wichtigen Erwerbszweig in Erinnerung zu rufen. Mit dem Rösten des Flachses im Wald will man nun die Gewinnung der Fasern vorbereiten. Die vor 60 Jahren zuletzt genutzten Röstkuhlen liegen an einer feuchten Stelle des Christenfehns auf Gemeindegrund. Eine der alten Flachsgruben wurde von der Amtsverwaltung Brüggen entschlammt sowie freigeholzt und damit wieder verwendungsfähig gemacht. Am Rand liegen schwere Eichenbalken und Bohlen bereit. Die Röstteiche halten das Wasser auch bei trockenem Sommer, da sie hier auf tonigem Boden angelegt sind. Das feuchte Bruchgelände ist auf einem alten, befestigten Fahrweg erreichbar. So war es möglich, selbst die schwersten Flachsladungen mit zweirädrigen Pferdekarren heranzubringen. Von den Heimatfreunden, die sich um die Formen der früheren Textilarbeit bemühen, hat niemand mehr das Verfahren der Flachsröste erlebt. Ja, da kommen wir her mit der Emma. Nee, zu Insel Gleske. Das ist gar nicht leider. Löpp wieder. Ah, nee, der hat noch keine. Oh, ja, das ist noch hier drin. Das ist der Strand. Du kriegst nichts, du bist von der Glück. Boah. Ja, lange hat noch nichts. Aber ein Merci. Ja, your tell, ja, welche Herren. Ja.
Der Hergang an der Flas ruht, wozu auch das Aufwärmen mit einem Schluck Schnaps gehört, wurde bei den ältesten Mitbürgern in allen Einzelheiten erkundet. So, hier, nimm dir den mal an. Wenn der Lehm absieht, der können wir als letzte Borbe drauf. Dass man das besonders gekennzeichnete letzte Flachsbündel vorerst an die Seite legt, geht ebenfalls auf die Berichte zurück. Nun müssen die Vorbereitungen am Teich getroffen werden. In Höhe des Wasserspiegels werden von Seite zu Seite zwei Bretter übereinander gelegt. Probieren Sie gut, ob es stabil genug ist und dann... Das geht ja. Komm, ich halte dich fest. Ja, das hält. Auf diese Weise erreicht man, dass die Helfer, die den Flachs in den Teich einlegen sollen, nicht in das Wasser steigen müssen. Jetzt machen wir noch wechselweise. Genau. Ja, an sich müssen wir nur in der anderen Maschine. Andere Seite. Nicht so weit weg. Ja, wo wird dazu? Ja, jetzt kommen. Ja, du gibst den an. Ja, jemand bei Ihnen will. So. Ja. Komm, du gibst ihm mich. Guck mal. Ja, hör mal, du musst. Das ist eigentlich vorher abgedacht. Ich muss echt, dass du sehen willst, aber ich mach ich jetzt vorher angedreht. Ich guck mal. Nehmen Sie mit an. Ich guck mal, das richtig. Endlich. Ist ja tief genug drin. Ja, ja. Ja. Die Decke war nachher und wirfen ab. Schmied mal ruhig den Mier, Runger. Wenn wir jetzt schneller kriegen, sonst schwimmen die all hoch. Ich habe jetzt den Föhrenlanger. Kriegst du die Schuhe nicht der Beber? Nee. Ja, dann lächeln wir ein paar an und dann tun wir die Sekt drauf. Die beiden jungen Leute auf dem Sitzbrett verrichten die wichtigste Arbeit. Sie nehmen die angereichten Flachsbündel auf und senken sie mit den Wurzelenden zuerst ins Wasser hinab. Damit die Garben nicht hochschwimmen, werden sie in Reihen dicht nebeneinander eingesetzt, mit den Füßen angetreten und so unter Wasser festgehalten. Es kommt darauf an, dass der Flachs in senkrechter Lage verbleibt, sodass lediglich die Halmspitzen herausragen. Mit dem Einsenken in den 3x6 Meter großen und 1,20 Meter tiefen Teich wird an der Schmalseite begonnen, die dem Weg zugekehrt ist. So, jetzt den Bollig. Statt der Säcke zum Abdecken nahm man früher meist Grasplaggen. Der zur Beschwerung aufgelegte Balken soll das Ganze unter Wasser halten. Wenn die ersten Flachsreihen gesichert sind, wird der Brettersitz zum Einsenken der folgenden Lage weiter ins Wasser hinausgeschoben. An den Flanken der beiden schräg eingestoßenen Seitenbohlen soll er aufliegen. So, Jungs, nur mal drauf. Durch den Anstellwinkel erlangt das Brettergerüst bei Belastung festen Halt. Da Shorts für Erwachsene nicht üblich waren, zogen die Männer früher zur Wasserarbeit alte, bis zu den Knien abgeschnittene Hosen an. Beim Flachs-Einlegen in die Röstkuhl gab es auch ein anderes Verfahren, bei dem ein Mann in den Teich hinein musste. Er senkte die Bündel in mehreren übereinander geschichteten horizontalen Lagen ab. Um sie bis zum Abdecken am Grund festzuhalten, stellte er sich einfach darauf. Hierzu war es erforderlich, beim Anreichen jeweils zwei Garben über Kreuz zusammenzubinden. Man brauchte dann nicht auf die Richtung der Wurzelenden zu achten. Die meisten Röstgruben waren so angelegt, dass man mit 700 Kilogramm bis 1000 Kilogramm Rohflachs den Ertrag eines preußischen Morgens einlegen konnte. So, lass mal das abführen, wa? Jo, was, jungen wir da ein. Kommt ja unser Rot. Es gab einige Teiche, die den doppelten Inhalt fassten. Das ist der Wied. So,
natürlich die Hänger noch gar vor, sondern oder die Schreie. Nö, das geht. Wenn das belastet, ist jeder. Und drauf. Geht es? Ja. Ja. So, das hält von selbst. Das nächste drauf. Rutscher nicht ab. Nö, das rutscht. Ja. Ja, hier. Drei gut probieren, dann wird's jetzt. Und wetter Nase von wie Spitze. So, belasten, da fällt dann nämlich. Ja. So, und die nächste Schicht anlegen. So, jetzt hier zwei rund, wa? So. In der Gegend von Bracht wurde die Faserpflanze anders als in den rheinischen Gebirgslandschaften im Großen angebaut. Ja, right, da geht's. Jeder Bauernhof hatte das Recht, an geeigneter Stelle im Gemeindewald eine Flachsgrube zu betreiben. Es kam auch vor, dass sich zwei oder drei Familien in eine Anlage teilten, die sie nacheinander benutzten. Dann half man sich bei den Arbeiten an der Teichröste meist gegenseitig. Die größeren Betriebe, die ihre Flachssaat auf der doppelten oder dreifachen Fläche ausbrachten, setzten die Knechte und Mägde zur Fasergewinnung ein. Es gab auch Heuerlinge, die sich auf bestimmte Arbeiten spezialisiert hatten. Dazu gehörte zum Beispiel das Flachsrösten. Ja, die haben halt keine Platz mehr. Ja, die muss ich jetzt breit zurücksetzen. Kommt schon wieder mein Gerobstor ab. Die in den Teich eingesetzten Garben bilden mit ihrer Auflage jetzt schon eine große schwimmende Fläche. Zum Beschweren des Flachses nahm man früher gerne frisch eingeschnittenes Holz, das zum Hausbau verwendet werden sollte. Durch die Wässerung in der Röstbrühe war es gegen Holzwurm geschützt. Wenn nicht genügend Balken und Bretter zum Abdecken vorhanden waren, legte man schwere Steine oben auf. Oder man nahm Kübel und Fässer, die mit Wasser gefüllt wurden. Die Wirkung der Teichröste ist als Gärungsprozess zu verstehen, dem die Faserpflanzen eine bestimmte Zeit lang ausgesetzt werden. Es ist wichtig, den Flachs unter Luftabschluss im Wasser zu halten. Das schwimmt mich noch zu sehr. So, dann komm ich mal jetzt hin. So, jetzt mal Spaß. So, da ist der letzte. Da ist noch eine. So, die können wir aber nicht. Nee, die noch nicht. So, alles gut. Jetzt voll gut. Wenn die Bäume legen, können wir das Holz da drauf legen. Dann wir euch drin. Ab und zu ja. Ja. Die ganze Nacht und nicht die Dauer. Gold über das Wasser. Die restlichen Balken werden gebraucht, wenn die letzten Garben in den Teich gesenkt sind. Beim Ruheten, was hochdeutsch Rotten bedeutet, meist aber als Rösten übertragen wird, zerfällt das Bindegewebe zwischen den holzigen Stängeln und der äußeren Basthaut. Diese wird durch das Verrotten ablösbar gemacht und kann bei der späteren Bearbeitung als Textilfaser gewonnen werden. Ja, da drüber. Über Kreuz? Ja. Über Kreuz? Oder parallel, parallel. Ob die Angel sich dran vorbeht? Ja, das geht doch. Hey. Genau, richtig. So, okay. Bilder, gut. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Nee, nichts mehr. Bei schwüler Witterung nimmt der Röstvorgang einen besonders schnellen und günstigen Verlauf. Die Kohle ist voll. In die bunte Garbe hatte die Hausfrau nach den Berichten früher oft ein Päckchen Tabak oder eine Flasche Schnaps eingebunden. Wenn das Gebund, das man auch als Erntestrauß bezeichnete, als letztes gelegt war, sollten die Männer eine Anerkennung für die getane Arbeit vorfinden. Da es hier in erster Linie um eine heimatkundliche Rekonstruktion der Arbeitstechniken geht, wurde auf diese Zutat verzichtet. Die Röstkuhl konnte zur Hälfte mit dem Ertrag des Feldes gefüllt werden,
auf dem man in Alst auch zu Studienzwecken noch einmal Flachs gezogen hat. Wo es in den niederrheinischen Flachsanbaugebieten an stauender Nässe fehlte, legte man die Gruben auf grundwasserführendem Boden an oder man leitete bei Bedarf einen Bach hinein. In den Röstteichen verbleibt der Flachs je nach Witterung 7 bis 14 Tage. Schon nach kurzer Zeit war der Belag auf den Garben eingesunken. Die aufsteigenden Blasen und der faulig stinkende Geruch zeigen hier bereits am 7. Tag, dass die rottende Gärung ziemlich weit fortgeschritten ist. Jetzt muss in kurzen Abständen Nachschau gehalten werden. Ein zu langes Verbleiben im Wasser beeinträchtigt die Qualität der Faser. Ist ja jetzt wieder etwas abgesackt, nachdem er zuerst hochgetrieben war. Ja, also. Also. Mal gucken, wie es geworden ist. Oh, guck mal da, wie schön, wie schön die Faser sich löst. War gestern noch nicht so gut, jetzt ist es besser. Jetzt können sie raus. Bei der Bastprobe lässt sich der richtige Zeitpunkt für das Austun erkennen. Ja. Aber hier noch eine Probe. Halt die aber auseinander. Ja. Du siehst, die Farbe hat Der Flachs ist fertig gerottet, wenn sich die faserige Haut vom gebrochenen Halm abziehen lässt. Die Faser ist vollkommen frei, der kann direkt rausgenommen werden. Und die, die du in der Hand hast, ja, die nehmen wir mit. Die wollen wir zu Hause trocknen und dann mal richtig auf den Brag durchbrechen. Komm, ich helfe. Das wäre getan. Morgen holen wir raus. Du kennst den Spruch doch, wenn die Kirmesse klinken und die Flasrute stinken, dann ist die beste Zeit von das Jahr gedonnen. Der Merkspruch besagt, dass die schönste Zeit des Jahres bald vorüber sein wird, wenn man zu den Herbstkirmesen aufspielt und wenn sich die Röstgruben durch Geruch bemerkbar machen. Die Röstproben haben ergeben, dass der Flachs am folgenden Tag wieder heimgeholt werden kann. Früher begann damit eine besonders arbeitsreiche Zeit auf den Höfen. Sobald die Herbstbestellung erledigt war, halfen alle Erwachsenen, um aus dem gerösteten Flachs in mehreren Veredelungsstufen handelsfähige Ware herzustellen. Ist das noch gut? Ja, doch. Wir haben das auch noch geprüft. Wir haben richtig gedrückt und dann durchgebrochen. Das ist ganz gut. Das war der letzte. Die Frage nach dem Zustand des Grubeninhaltes wurde früher vor dem Austun häufig gestellt, weil davon alles Weitere abhing. Um mit den Heugabeln, die hier als Reken bezeichnet werden, an den Flachs heranzukommen, müssen zunächst die Hölzer entfernt werden. Wenn die Halme bei der Teichröste nicht genügend lang im Wasser gelegen haben, lassen sich die holzigen Stängelteile auf der Flachsbreche nur mit großer Mühe herausschlagen. Bei überröstetem Flachs dagegen verlieren die Fasern an Festigkeit, sodass bei der Bearbeitung ein beträchtlicher Teil zum Abfall gelangt. Unter der von der Holzlast freigelegten Abdeckung sind die versenkten Flachsbündel nun hochgeschwommen. Sie werden vom Teichrand aus aufgestochen und zum Abtropfen auf dem Trockenen niedergelegt. Auch wenn im Bereich der Grube eisenhaltige Erdschichten vorhanden waren, konnte der Flachs Schaden nehmen. Durch den übermäßigen Oxidgehalt des Wassers wurden die Fasern rotfleckig, was erst viel später in Erscheinung trat. Bei der Garnbleiche oder beim Bleichen des gewebten Leinentuchs ließen sich solche Flecken nur schwer entfernen. Viele Berichte lassen erkennen, dass es sich bei der Teichröste um ein sehr heikles Verfahren handelte, welches längst nicht jeder beherrschte. Beim Herausholen der Garben aus dem Wasser haben sich zwei Dreiergruppen gebildet, die an den beiden Längsseiten der Grube in Ketten zusammenwirken. Dies ist eine überlieferte Form der Arbeitsorganisation, die sich allerdings nur bei genügender Anzahl von Helfern einrichten ließ. Häufig musste man mit einer Kette von drei Personen auskommen. Das ist schon gut.
Wenn der erste Mann ein Bündel aus dem Teich herausgehoben hat, übergibt er es dem zweiten, der es zum Ablegen an den letzten weiterreicht. Auf diesem Weg ist der größte Teil des Wassers zwischen den Halmen herausgeflossen. Bevor sie aufgeladen werden können, müssen die Garben mit abwärts geneigten Halmspitzen eine Weile liegen. Von den Enden perlt das Wasser wie Regentropfen herab. Die Neigung wird dadurch erreicht, dass man die dickeren Wurzelenden alle nach einer Seite legt. Schneller bitte! Ah, das siegt! Oh, jetzt kommen wir gut dran. Alles schön gebündelt. Ja, früher hieß der, wenn einer von die Flaschröte in den Hus kommt, du stinkst wie ein Notter. Notter? Ja, der Notter, das ist wohl Fischotter. Der üble Geruch, die lange Dauer des Gärvorganges und das unsichere Ergebnis haben sicherlich dazu beigetragen, dass am Niederrhein schon vor dem Ersten Weltkrieg vereinzelt fabrikartige Schnellrösten aufkamen. Hier wurde der Flachs in dampfgeheizten Kesseln bei einer Wassertemperatur von ungefähr 30 Grad zur Gärung gebracht. Dadurch verkürzte sich die Röste auf wenige Tage. Anschließend konnte der Flachs in einer Darranlage getrocknet und auf geriffelten Walzen gebrochen werden. Solche Großröstereien waren als zentrale Stellen zur Verarbeitung des im Pflichtanbau gepflanzten Flachses noch während des letzten Krieges in Betrieb. In den Gebirgslandschaften des Rheinlandes, wo sich die bäuerliche Flachskultur ein bis zwei Jahrzehnte länger hielt als in den Textilgebieten am Niederrhein, war die Teichröste ungebräuchlich. Alles auf die Karte. Aber jetzt auch richtig rum. Wurzeln. So. Und jetzt hier wurzeln. Richtig beieinander. Bei den Verrichtungen, die nun hier mit dem Aufladen ihren Abschluss finden, blieben die Flachsgarben von Anfang bis Ende gebündelt. In der Eifel und auf dem Hunsrück lockerte man den Bast der Faserpflanze, die in wesentlich geringeren Mengen angebaut wurde, durch die sogenannte Tauröste. Dazu brachte man die von den Samenkapseln befreiten Flachsgarben auf ein Stoppelfeld oder auf eine abgemähte Wiese. Hier wurden die Garben aufgebunden, sodass man die Halme in dünner Lage ausbreiten konnte. So, fest hier noch, ja, wenn es runterfällt. Oh, den wichtigsten Schwarz nach oben drauf. Durch die Einwirkung von Tau, Herbstnebel, Sonne und Regen wurde, je nach Witterung, in 2 bis 4 Wochen der gleiche Verrottungsprozess ausgelöst wie bei der Teichröste. Auch nach der Tauröste musste der Flachs, der wieder zu Garben gebunden wurde, nach Hause transportiert werden. Wenn man hierzu einen Sonnentag wählte, brauchte man ihn nicht nachzutrocknen, wie das bei dem Flachs aus der Wassergrube erforderlich ist. Dass es sich bei den Tümpeln in Christenfehn um frühere Röstkuhlen handelt, war fast schon in Vergessenheit geraten. Ja, sicherlich sprechen Englisch miteinander. Durch die Aktionen des Heimatvereins, der seinen Sitz in Viersen hat, und durch den in der Honschaft alst gezogenen Flachs, der sinnvoll genutzt werden wollte,
wurden vergangene Lebensformen anschaulich ins Bewusstsein gehoben. Wie sehr sich die Verhältnisse allein in den letzten 20 Jahren gewandelt haben, wird daran ersichtlich, dass es für den Transport des Flachses sowohl in Brüggen als auch in Bracht kein Pferdegespann mehr gab. Wenn die Witterung es zuließ, brachte man den frisch gerösteten Flachs bei der Ankunft im Ort zum letzten Abtrocknen gleich auf ein Wiesenstück in der Nähe des Hauses. Damit die Luft von allen Seiten Zutritt fand, mussten die ausgelegten Halme häufig gewendet werden. Das Verfahren entspricht in etwa dem Hergang bei der Tauröste. Hier wird der Flachs zunächst auf den Hof gebracht, wo man die Bündel an den Mauern entlang aufstellt. Also schön auseinander, damit die trocknen können. Es gab Bauernbetriebe, die den gerösteten Flachs nach dem Brotbacken auch in der Wärme des Backhauses trockneten. Wenn sich die Bündel verwahren ließen, ohne durch einen Rest von Feuchtigkeit Schaden zu nehmen, wurden sie in der Scheune untergebracht. Dann konnte der Flachs den Winter über partienweise gebuckt oder gebragt, geschwungen, gehechelt und versponnen werden. Dabei erfuhren die in der Teichröste gelösten Fasern eine zunehmende Veredelung, bis sie als brachter Ströpp oder als webfertiges Garn für Kette und Schuss in den Handel gebracht werden konnten. Die Mitglieder des Heimatvereins, die sich um die alten textilen Arbeitsformen bemühen, wollen alle genannten Techniken mit Hilfe sachkundiger Gewährsleute nachvollziehen. Die Gerätschaften, Zwischenprodukte und Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit auf einer Ausstellung dargeboten werden. Auch diese Filmaufzeichnung ist ein Zeugnis für die zeitgeschichtlich interessanten Bestrebungen.